Er ist ein sehr sonniges Gemüt. Radio Dreifach. In letzter Zeit hat man ein paar Mal vom Polizeihund Mitch gehört. Er hat nämlich schon mehrere Verbrecherinnen und Verbrecher geschnappt. Man munkelt sogar, er und seine Hundefriends seien die besten Detektive der Stadt. Stimmt das echt wirklich? Um das herauszufinden, gehen wir heute an ein Training bei der Polizei hier in Luzern. Wenn wir vom klassischen Polizeihund reden, reden wir eigentlich vom Schutzhund, wie das die Leute können. Und der Schutzhund, das ist in der Regel ein deutscher Schäfer, belgischer Schäfer. Das ist der Eddie. Das ist ein 7-jähriger bayerischer Gebirgsschweißhund und ist ausgebildet für die friedliche Personensuche. Ich kann mich jetzt verstecken. Mal schauen, ob mich der Eddie findet. Let's go! Schlage ich vor, dass wir dort hingehen, wo wir Ihre Kollegin das letzte Mal gesehen haben. Wenn ich eine Person suchen muss mit dem Personensuchhund, dann muss ich einen Referenzgeruch haben für einen Hund. Also ich muss dem Hund sagen, diesen Geruch musst du mir suchen. Suchen. Aufgrund des Geruchs, den ich ihm eingebe, ist er fähig, diesen Geruch über längere Strecken zu verfolgen, sei das im bebauten Gebiet, sei das im Wald draussen. Er kann die Spur verfolgen über längere Distanzen und über eine längere Zeit. Ich habe mich jetzt hier bei einem Schulhaus versteckt, hinter einer Ecke. Es hat noch andere Leute und andere Kinder herum. Das heisst, es ist vielleicht nicht ganz so einfach, meine Werte aufzuspüren. In der Regel hat er vielfach die Nase am Boden, um sich den Geruch verinnerlichen zu können. Dann sucht er sich halt auch den Geruch, den er da überkommt. Manchmal am Boden, manchmal in der Luft. Und wenn er die Person findet am Schluss, dann hat er Freude, weil er weiss dann, dass es eine Belohnung gibt, die er sonst nicht überkommt.